So, und damit, hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem Video von Horizon Forbidden West. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, Battle habt. Jo, wir sind wieder auf dem Weg zu dem Häuptling. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Fremde, Häuptling Hikaru und Marschall Kotalo erwarten dich drin. Hikaru. Genau, im letzten Video haben wir ja die Nebenmission gemacht mit dem, Fluss da. Ach, mit dem Fluss, mit der überschwemmten Stadt, mit dem überschwemmten Dorf. Ja, und dann haben wir uns den Frostbogen nicht, wie heißt er denn nochmal? Löschwasserbogen, genau. Der Löschwasserbogen haben wir uns ja dann gekauft oder gebaut. Und jetzt sind wir wieder hier. Die Kohlrut sollte bald beginnen. Im Anschluss sollte ich in die Kammer unter Hikarus Thron kommen. Und an Aether. Sei gegrüßt, Aloy. Ich hatte gehofft, dass wir uns nach der Flut in Blutzeichen wiedersehen würden. Natika, du hast es geschafft. Du bist Mitglied der Wache geworden. Keine leichte Entscheidung, aber ja. Nachdem du weg warst, haben wir Kentok beerdigt und ich habe über seine Worte nachgedacht. Er hat seinem Clan, seinem Stamm, so gut wie möglich gedient. Das muss ich auch machen. Er wäre bestimmt stolz. Und er würde mich tadeln, weil ich mich habe ablenken lassen. Also wirklich. Danke nochmal, Aloy. Folge stets den 10. Natika. Nakita. Muss ich da nochmal hin? Wo war das denn nochmal? Fremde, der Häuptling wartet in der Arena, hinter dem Thron. Lass mich doch einfach hier runter. Hier geht es wohl zur Arena. Teil der Ruinen zu einem Kampfring umgebaut. Schauen Sie dir an. Sie wissen, dass eine Schlacht. Das könnte nützlich sein. Ja, habe ich gekriegt. Das Ding habe ich gekriegt. Sieht aber cool aus. Oh, definitiv, der ist cooler. Ne, ja, das habe ich gekriegt. Den nackten Marschallin. Nö. Aloy. Du hast Berge bewegt, um den Himmelsklan zu besiegen. Buchstäblich. Kotalo hat geholfen. Ja. Tecote vor dem gesamten Clan zurechtgewiesen. Ihr beide habt gut gedient. Aber jetzt steht die Kohlrut bevor. Einige nehmen teil. Andere sind Zeugen. Sie wissen, dass Regala kommen wird. Ich halte meinen Teil der Abmachung ein, solange du das auch tust. Und wie ist der Plan? Kotalo. Es gibt nur zwei wirkliche Zugänge zur Arena. Durch den Thronsaal von eben und über den Pfad im Norden. Beide sind verbarrikadiert. Aber wenn Regala die Kohlrut mit Maschinen angreifen will, muss sie über den Pfad kommen. Du stößt dort zu unseren Leuten. Halte durch. Und ich habe meine Marschelle. Dann entlasse ich dich aus dem Dienst und entlohne dich. Bereite dich vor, so gut es geht. Wenn die Kohlrut beginnt, musst du durchhalten. Okay. Ich weiß, wo ich sein werde. Was ist mit euch beiden?
Ich werde natürlich hier beim Häuptling sein. Wenn uns der Kampf erreicht, werden wir unsere Gefallenen rächen. Wenn? Die Verteidigung hält schon. Der Hain, die Arena, alles Teil desselben alten Gebäudes? Ja. Hier erinnert sich das Land an die Opfer der Zehn. Ihre Taten werden nie vergessen werden. Welche Opfer? Laut der Vision gaben sie dort unten ihr Leben in einem Kampf gegen Maschinen. Wir ehren sie, indem wir dort die Kulhut abhalten. Gut, fangen wir an. Bringen wir es hinter uns. Gut. Du findest Decker an der Nordbarrikade beim Rest unserer Leute. Folge den Wegen der Zehn. Wir sehen uns, wenn das erledigt ist. Gut, gut. Lass mich da jetzt runterspringen. Da wieder hinklettern. Ist jetzt echt wieder durch den Thronsaal? Ja. Einer der Himmelsklan wird im Wüstenwettkämpfer. Das ist beim Auffüllen. Hab ja genug. Wirken eher prahlerische. So. Mal eben hier. Mit dem Outfit ein paar Spulen reinklappen. Ah, komm, nimm den. Scheiß drauf, komm. Die Kuh, der Titel Marschall muss mit Mut. Der Tiefländer hat seine beste Zeit schon. Uns steht ein Kampf bevor. Da ist die Kuhte. Mit seinen und Schlägern. Stark. Seht, Kamerad. Ostländerin. Dachte nicht, dass der Himmelskommandant persönlich uns heute beehrt. Wenn es für meine Kämpfer vielleicht gegen Regala geht, sollte ihr Kommandant ihr Schicksal teilen. Oder vielleicht willst du dein Gesicht wahren nach der Sache beim Bollwerk. Pass lieber auf. Große Reden nehmen oft ein böses Ende. Spar dir deine Drohungen für Regalas Truppen auf. Ist so. Richtiges Moped, ey. Karos Verteidiger sollten am Ende dieses Grabens sein. Oder mit den Graben kannst du auch super verteidigen, Alter. Links und rechts Bogenschützen. Alle paar Meter so ein Säuredinge. So ein Kessel. Ich möchte da bitte auch. Die Maschinen müssen weg. Denn ohne sie sind Regalas Truppen nicht besser als die unseren. Ja, Kaplanin. Passt aufeinander auf. Geh nun. Die Soldaten sind bereit. Sie verteidigen die Kulhut von unten. Doch von oben. Nicht schlecht. Wo hast du die her? Haben wir von einer gefallenen Maschine abgemacht. Du darfst dich ruhig bedienen. Regala hat ihre Tricks. Aber wir haben dafür dich. Bemerkt!
Die Kulrut erwartet uns. Unser Kampf erfordert neues Blut. Neue Anführer. Lass die Beute los. Kämpfer, tretet vor. Wer eine Maschine erlegt, wird zum Marschall. Gedenket der Zehn. Greift aus der Luft an, so wie sie. Und holt euch den Ruhm. Sie ab. Jetzt geht's aufs Fressbrett! Was? Was? Wer? Wo? Was? Was ist das? Ich weiß nicht. Los, auf den Weg! Haltet die Stellung! Los! Ah!
müssen das Ding vernichten und Regala einholen. Hoffentlich feuern die Tinoch ein paar Schüsse aus der Balliste. Diese scheiß Balliste, Mann! Habe ich mich jetzt hier in die Wand gebackt. Ich hab den Scharfschutzbogen, deswegen ist das so lang. Nachladen! Hallo! Mach den... Junge, wie soll ich denn da was machen? Alter, die steht ja nicht. Ich sehe nichts. Warum sehe ich schon wieder nichts? Oh, Alter, dieses Spiel, ne? Junge! Ja, wo soll ich denn hin, verdammte Ratze? Ey, ich habe keinen Bock mehr. Junge, ich kann nicht mal irgendwas machen. Pedo-Mistmarder.
Dinger. Regala ist hinter Hikaru und Kotalo her. Ich muss zu ihm. Ach, Quatsch. Das ist noch nicht vorbei. Ich komme wieder mit aller Macht. Und wer dann zu Hikaru hält, wird vernichtet. Anstatt dass sie die einfach verfolgen. Stillgestanden. Gut gekämpft. Ihr habt euch gegen Gegner aus Metall und Fleisch bewiesen. Ihr seid nun alle Marschälle. Als erstes werdet ihr die Arena gegen verbleibende Rebellen sichern. Los! Furchtbar. Ich hätte sie töten sollen. Jetzt wird sie mit noch mehr Maschinen wiederkommen. Stärker als zuvor. Ich will dir gerne helfen. Du hast genug getan. Weitaus mehr als vereinbart war. Bei unserem ersten Treffen erwähntest du deine wahre Mission, von der alles abhängt. Ich war damals nicht sicher, ob ich dir glaube. Doch jetzt tue ich es. Also geh und erfüll deinen Auftrag. Was wirst du tun? Die Leute heilen. Was du brauchst, ist dort. Nimm sie. Man wird sich an deine Taten erinnern wie an die der Zehn. Gut, keine Ahnung, warum du jetzt nicht festgehalten hast, aber ja, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Da. Na los, Eta. Zeit, nach Hause zu gehen. Elizabeth Sobek, Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Stelle Originalcode für Eta unter Funktion wieder her. Okay. Und jetzt zurück damit zu Gaia.
gibt's nichts. Ach da. Visionen im Heim haben sich verändert. Die Worte der Zehen leuchten uns jetzt ein. Das muss die Vision sein, die uns in Hikaru vor Jahren hat. Wieso konnte der denn öffnen? Rede mit dem Lehrmeister. Kann ich keine Schnellreise machen? Ich habe jetzt echt keinen Bock, da durchzurennen. Aloy, hierher! Reden wir! Die Visionen im Hain sehen jetzt anders aus. Diese erschien gerade. Steckst du dahinter? Veränderte Visionen. Die hier hat Häuptling Hekaro inspiriert. Noch mehr Zeugnisse der Alten? Hört nun die Worte, die ein Volk wieder vereinten. Nach den tragischen Ereignissen des Krieges trat Anne Faraday, die treibende Kraft hinter den Versöhnungsversuchen, vor eine Nation, die Hoffnung brauchte. Die Zukunft, durch die Linse der letzten Zeit betrachtet, macht uns Angst. Kriege gegen Maschinen. Essen und Wasser sind knapp. Stürme, die uns vertreiben. Aber wahrer Mut bedeutet, sich diesen Ängsten mit Überzeugung zu stellen. Ich leite diese Friedenseinsätze mit tapferen Männern und Frauen, Marschällen des neuen Südwestens. Und ich bin überzeugter denn je, dass wir für ein gemeinsames Ziel alles schaffen können. Mit mir, mit uns gemeinsam, schafft ihr so eine Nation und eine Welt ohne Not und Krieg. Melde mich zum Dienst, Kommandantin. Ich begleite dich. Aber Hikaru braucht dich. Dank dir hat er neue Marschälle. Und gute Argumente für die Clans. Also kämpfe ich für deine Mission. Widme ihr das, was ich noch geben kann. Das ist meine Wahl. Wie könnte ich dazu Nein sagen? So. Da will jemand zu uns stoßen. Hol ihn in den Ausläufern ab und begleite ihn dann den Rest des Wegs. Mach ich, Aloy. Geh in die Berge, westlich von Rheinklang. Eine Freundin erwartet dich am Aufstieg. Ich stoße später dazu. Eine Freundin von dir? Das wird interessant. Gut, ich muss Aether zurück zu Gaia bringen. Gut. Da gibt es noch zwei Nebenmissionen. Durch Aethers Entnahme haben sich die anderen Hologramme verändert. Das könnte ich mir anschauen. Nö. Viele werden heute fallen. Möge ich glaube, ich gehe sein. Später noch rüber ins Jagdgebiet. Kommst du mit? Ja.
Blut der Zehn, Aloy. Regala abgewehrt. Die Wahrheit der Visionen enthüllt. Deine Haut reicht nicht, um all deine Taten zu verewigen. Dann müssen wir sie uns einfach merken. Dank dir lebt der Häuptling noch. Und es gibt Hoffnung. Doch deshalb wollte ich dich nicht sprechen. Ich habe eine Bitte. Eine persönliche. Mein Enkel, Kavo. Er war nicht unter den Toten. Das heißt, er muss noch immer bei Regalas restlichen Truppen sein. Er wurde gefangen genommen. Nein. Er trat freiwillig bei. Wie viele junge Soldaten, die sich durch große Taten hervortun wollen. Ich muss ihn suchen, ihn überzeugen, heimzukehren. Häuptling Hikaru kann für so etwas keine Soldaten entbehren und so stehe ich alleine da. Es sei denn, du würdest mir helfen. Es ist viel verlangt nach all dem, was du für uns getan hast. Aber Kavo ist der letzte meines Blutes. Wenn Kavo Regalas Rebellion freiwillig beitrat, wird Hikaru ihn zurück in den Stamm lassen? Der Häuptling kennt den Wert der Gnade und den Preis endlosen Blutvergießens. Ich mache mir mehr Sorgen um den Rest des Stamms. Einen Verräter werden sie nicht so schnell akzeptieren. Selbst mit meiner Hilfe wird es nicht einfach. Du musst es versuchen. Und Kavo ist dein letzter lebender Verwandter? Ja. Vor Häuptling Hikaru kämpften die Clans fortwährend miteinander. In jeder Schlacht fiel wieder ein Kamerad. Nach und nach begrub ich meine Kinder. Und dann deren Kinder. Mein Beileid. Ich wollte meine Trauer auf dem Schlachtfeld loswerden, fand jedoch nie Trost dort. Nur in der Weisheit der Visionen. Und dennoch konnte ich Kavo nicht davon abhalten, dem Weg des Blutes zu folgen. Wieso macht Kavo bei Regalas Rebellion mit? Für einige bedeutet Regala eine Chance auf Rache an den Kharja. Während der roten Raubzüge war es schwer, die Clans bei Fahrlicht zu stoppen. Viele wollten die Kharja bis nach Meridian verfolgen. Also sahen sie Regalas Angriff auf die Gesandtschaft als Kampfaufruf? Ja. Doch andere, vor allem die Jüngeren, suchen nur den Ruhm, den sie sich von der Jagd auf einen alten Feind versprechen. Bei Kavo war es wahrscheinlich beides. Und dazu noch der jugendliche Wunsch nach einem höheren Ziel. Gegen meine Mahnungen war er taub. Wenn Kavo schon damals nicht auf dich gehört hat, wieso sollte er es jetzt tun? Kavo war zu jung für die roten Raubzüge. Krieg war ihm völlig fremd. Doch jetzt kennt er sicher das Leid, das er mit sich bringt. Er wird zuhören. Er muss. Ich muss ihn nur finden, bevor es zu spät ist. Ich helfe dir mit deinem Enkel, wenn ich kann. Wo fangen wir an? Laut unseren Spähern verließ Kavos Trupp kürzlich einen von Regalas Außenposten in den Hügeln im Süden. Der Trupp kehrte nicht zurück, doch die Späher entdeckten auch noch eine der unseren, die dort gefangen gehalten wurde. Dann beginnen wir am Außenposten. Befreien die Gefangene und vielleicht weiß sie, wo Kavos Trupp ist. Brechen wir auf? Ich muss erst noch etwas anderes erledigen. Wir treffen uns dort. Ich warte auf dem Hügelkamm südöstlich des Hains. Zum Außenposten gehen wir dann gemeinsam. Bis dahin, viel Erfolg. Gut, so Leute, ich muss sagen, dann machen wir die als nächstes Mal eben hier, die Nebenmission. Aber erst im nächsten Video. Haben ja Zeit ohne Ende. Ich weiß gar nicht, wo ist denn da? Ist ja nicht so wirklich irgendwie so super weit weg. Ja, da werden wir auf jeden Fall im nächsten Video die Nebenmission machen und dann zurück zu Gaia. Mal eben den ein oder die eine Unterfunktion abgeben. Da wollte ich auch noch mal hin, einen Flugschreiber holen. Da gibt echt noch so viel zu tun, ne? Guck mal, wie viele Fragezeichen hier sind, ey. Aber ich muss doch erstmal so Metallblumen und so was machen.
Beziehungsweise Werkzeug dafür haben. Guck, gibt's auch eine Mission. Die ist neu. Aber gut, mal gucken. Jo, wer da Bock drauf habt, dann seid gerne auch nächstes Mal dabei. Würde ich ganz gerne mich sehr drauf freuen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin und tschö mit Ö. Abzeichen vom Lehrmeister.